Wir gucken uns jetzt eine Tabak-Doku an. Und zwar, die Tabak-Doku heißt wenig Aufrufe, sehr unbekannt, wie die Tabaklobby den Krebs streut und damit Milliarden verdient. So ein bisschen dahinter gehen wir hinter die Kulissen. Ist eine Doku von Phoenix und Link dafür auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Viel Spaß, gibt wahrscheinlich mehrere Teile hier davon auf Dampframme. Viel, viel Spaß damit. Kuss, Kuss. Elite. Elite. Ich bin's. Mick fucking Jagger. Das Verwirrspiel. Ganz Europa kann es besser. Gesetze scheitern klingt. Die Politik scheint machtlos. Wurde sie jahrzehntelang von der Tabakwirtschaft unterwandert? Geheime Papiere decken auf, wie die Lobby Politik und Gesellschaft belogen und gezielt gespalten hat. Der Zigarettenkrieg. Micha? Micha? Händler 19. Richard, 11, danke. Heinz Zolper ist eingefleischter Raucher, ein Lieblingskunde der Tabakindustrie. Wer wie er 2 bis 3 Packungen wegraucht, muss schon früh anfangen. Also 2, 3 Packungen am Tag finde ich geisteskrank, Digga. Anfangen. Die dritte Lucky schon beim ersten Tee. Das Leben als Raucher ist schwer in diesen Zeiten. Ja, das hat mich sehr gewundert, dass zum Beispiel in Irland, in Italien und so, die Leute sich das so einfach gefallen lassen. Die ja natürlich auch sofort Alternativen gefunden haben. In Irland sitzen sie zum Beispiel vor der Tür im Bus und rauchen. Aber ich muss sagen, Ehrenmann, er kommt einfach mit Zigarette in den Laden rein. Motherfucker. Es ist humorlos, makaber, sich währenddessen eine zu rauchen. Rauch. Rauch, rauch die Zigaretten. Heute, hier ist null Toleranz. Es gibt ganz, ganz... es gibt ganz, ganz Sachen, wo ich eine Null-Toleranz-Schiene habe. Aber hier ist alles geduldet, ja? Rauch dir eine Zigarette, rauch dir, was weiß ich, rauch dir einen hier, da, was weiß ich, alles erlaubt. Rauch Zigaretten, rauch Koks, Gras, ne? Aber noch am Leben sein. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ja sowieso warm. Aber in Deutschland ist das eben nicht, mit den Deutschen ist das eben nicht so leicht zu machen. Und da die Politik ja vorsichtig ist, um nicht ihre Freunde zu gefährden, dann geht das hier auch alles viel zahmer und so ruhiger ab. Und aber trotzdem, denke ich, ist der Druck mittlerweile hoch genug, dass man von der vorrevolutionären Phase sprechen kann. Guten. Thomas Winkelmann ist überzeugter Nichtraucher, ein Clean-Air-Typ amerikanischer Schule. Als Chef von Deutschlands größtem Billigflieger Germanwings denkt er schon früh am Morgen über seine Vision nach, ein rauchfreies Unternehmen. Im Luftfahrtgewerbe ist das Rauchen schon weitgehend verbannt, an Bord der Maschinen schon seit etwa 10 Jahren, in den Airports inzwischen auch. Übrigens sehr zum Unmut der Tabaklobby. Fehlt noch, dass der Tabak bei Germanwings... Muss ich aber eine Sache sagen, ich war... von San Diego bin ich bis nach Hamburg geflogen und da gab es oben, First Class bin ich geflogen und da gab es oben eine Raucherlounge. Und diese Raucherlounge hatte den besten Blick über diesen ganzen Flughafen, über Berge, über alles Mögliche. Das sah schon krass aus. Komplett verschwindet, auch am Boden. Thomas Winkelmann arbeitet daran. Bei ihm zu Hause ist schon alles bestens geregelt. Bei Winkelmanns wird zu Hause nicht geraucht. Auch alle Gäste halten sich an diese Regel. Das geht völlig problemlos, weil derjenige, der rauchen will, geht in den Garten und raucht dort und erfreut sich dort seines Lasters. Ganz Deutschland spielt verrückt, wenn es raucht. Nicht nur im Karneval. Kinder- und Viertelszug in Gießenkirchen. Kamelle, Strüßscher, ganz wie überall im Rheinland. Sehr familiär. Ey, das war so eine geile Doku, Digga, von 1995. Freundlich. Und danach trifft sich das närrische Volk in der Mehrzweckhalle am Asternweg. Natürlich herrscht im Gebäude totales Rauchverbot. Normalerweise. Doch im Kinderkarneval lässt man alle 5 Grad sein. Heute wird gefeiert und geraucht. Ist das Leben?
Ein Sinnbild für das Chaos in den Köpfen. Keiner weiß Bescheid. Ein Drittel aller Karnevalsvereine geben bei Kinderveranstaltungen das Rauchen frei. In Gießenkirchen hat man wenigstens ein schlechtes Gewissen. Darauf habe ich zum Beispiel immer sehr, sehr geachtet, dass die Kinder, Kinder und so weiter oder Jüngere, sowas nicht einatmen. Wir sind zwar hier in einer rauchfreien Schule, aber bei solchen... Der hat schon voll einen Tee. Der hat bestimmt schon das sein 17. Bier. Und dann hat der Typ von Phoenix gesagt, Karl! Sag mal hier, wir müssen noch mal eine Aufnahme hier machen für Phoenix, wegen Rauchen. Und Karl gesagt, ich soll die Aufnahme machen? Ja, krieg ich hin. Veranstaltung darf geraucht werden. Ja. Aber wir als Karnevalsgesellschaft haben in unserer Veranstaltung... 2 Promille. Immer wieder darauf hingewiesen, doch nach Möglichkeit das Rauchen einzustellen oder jo. Zu reduzieren. Und tschüss. Das war der letzte Satz. Nach Möglichkeit das Rauchen einzustellen oder zu reduzieren. Leider ist es nicht gelungen, dass du... Ich verstehe kein Wort. Ich habe nichts verstanden. Rauchen einzustellen oder zu reduzieren. Leider ist es nicht gelungen, das total auf Null zu fahren. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Der ganz normale Wahnsinn eben im Raucherparadies Deutschland. Berlin, Reichstag. Schulklassen auf Besichtigungstour. Sie wollen wissen, wie Politik gemacht wird. Was sie vorfinden, ist ein totaler... Oh, Digga, ich habe diese Ausflüge so gehasst, Digga. Also, es gab echt Ausflüge, die habe ich gefeiert. Aber da jetzt mit 14, 15 Jahren unbedingt in den Reichstag gehen, also sorry, dass ich da keine Begeisterung gezeigt habe. Das Verwirrspiel in Sachen Nichtraucherschutz. Da gibt es engagierte Abgeordnete, die gegen Windmühlen anrennen. Hey, da ist doch Leid. Rauchende Politiker, eine Bundesregierung, die sich blamiert und die Kompetenz an die Länder abtreten muss. Glaubwürdigkeit und Vorbildfunktion, Fehlanzeige. Wenn hier geraucht werden darf, was sollten wir dann von denen halten? Wenn, und so, ich meine, wenn öffentliche Gebäude, ich meine, die haben ja hier auch schließlich die Gesetze und so. Das ist nicht... Digga, wie die Mädchen viel, viel älter aussehen als die Jungs. Viel, viel älter. Okay. Ich finde es nicht gut, weil das ist Frechheit, dass draußen verboten wird, das Rauchen, und hier darf trotzdem weiter geraucht werden. Sie machen die Gesetze und wollen da bevorzugt werden, das ist eine Frechheit, finde ich. Also ich finde, das sind ganz normale Menschen, so wie wir auch, und die sind eigentlich überhaupt nichts Besseres. Die sollten es Gerechtigkeit, müsste es hier geben. Die Vorbildfunktion ist in der Weise eigentlich nicht garantiert. Und warum stelle ich mir einfach so meine Moderatoren vor? Die ganze Zeit, wenn sie im Chat sind. Sie müssen Chatarbeit machen und die hocken einfach vom PC und sehen genauso aus. Und dann ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden und... Das ist ein richtiger Kevin, Digga! Ein richtiger Kevin! Und sollten sich mal an der eigenen Nase fassen. Das, was sie eigentlich... Entweder ich nenne ihn Kevin oder... Ich nenne ihn entweder Kevin oder Marcel Erichs. Schließen, mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Es herrscht, glaube ich, eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was... Hat erst ein Drogenproblem und dann spielt er zweimal Twitch durch. Eigentlich geplant ist, beziehungsweise was vorgehabt ist, und dem, was dann dabei rauskommt. Also ich glaube, dass momentan, so wie das gehandhabt wird, auch die ganzen Bestimmungen viel zu lax sind. Einer der Vorkämpfer gegen den Qualm ist... Was, nochmal dein zweiter Name? Ich heiße mit zweiten Namen auch Kevin. Ja. Der SPD-Abgeordnete Lothar Binding aus Heidelberg. Grüße ihn raus an meine Eltern. Mitte 2006 gewann er über 150 Kollegen aus allen Fraktionen für eine Gesetzesinitiative zum Nichtraucherschutz. Die ist auf Bundesebene inzwischen gescheitert. Jetzt muss er abwarten, was die Länder mit ihrer Kompetenz zustande bringen. Ja, das Deutsche Krebsforschungszentrum hat eine Untersuchung gemacht über die Gefährlichkeit des Rauchens, aber insbesondere auch über die Gefährlichkeit derjenigen, die nur mitrauchen müssen. Das nennen wir das Passivrauchen. Und das war für mich Anlass, darüber genauer nachzudenken und auch im Bundestag einen Gruppenantrag einzubringen, mit dem wir darauf zielen, das Rauchen in Gaststätten, in öffentlichen Gebäuden, in Verkehrsmitteln zu verbieten. Und ich glaube, dass über die Jahrzehnte die Lobby geschafft hat, uns in einer ganz bestimmten Weise zu konditionieren. Binding und seine Mitstreiter haben den Einfluss der Tabak...
Rauchst du, Micky? Also ich habe damals immer sonntags ab und zu ein bisschen Crack geraucht, aber sonst nicht. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.